Hey Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Online. Heute möchte ich euch mal mein bestes Stück zeigen. Nein, nicht das, was ihr jetzt wieder denkt, sondern mein bestes Auto, und zwar der Supersportwagen, der Italo GBI oder so, so heißt er. Wir spielen jetzt mal Sturzflug, da kann man ihn richtig geil ausprobieren. Das ist nämlich ein Supersportwagen, oder da muss man mit Supersportwagen fahren. Und ich zeige euch den mal, das ist der Itali GTB getuned. Der ist neu in GTA, hohe Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung. Ich habe den natürlich ein bisschen getuned, und dann wollen wir mal gucken, was man mit dem Ding alles anfangen kann. Ladies and Gentlemen, start your engines. Ja, die anderen haben auch... Ja, die haben den nicht, ne? Die haben den T20 zum Beispiel, den Centorno, den X80 haben auch viele. So, mal gucken, ob ich den Super Mario Kart schaffe. Jawoll, zack. Und jetzt geht das halt erstmal auf dieser langen Geraden. Ihr werdet diese Map wahrscheinlich auch kennen. Geht es erstmal darum, sich nicht gegenseitig zu rammen. Da passiert schon. Oh, aber mein Wagen hält gut mit. Ja, komm, überhol den. Bitte. Und bitte nicht mich rammen. Oh, ja, das war gut. Wenn er sich denn... Ja, Leute, was ist denn jetzt los? Ich dachte, der hält sich so ein bisschen im Gleichgewicht, aber... WTF! Und jetzt geht's nach unten. So, der Typ ist schon mal... Oh, wow, wow, Alter, war das knapp. Ui, oh, da haben nur Zentimeter gefehlt, aber komm, die hole ich da auch noch ein. Komm, die sind nicht so weit weg. Alter, wie schnell ist der? Und die rammen sich... Ich habe es gewusst, dass ich gegen den ramme. War das so oder war das so? Vorhersehbar, das war vorhersehbar. Jetzt kommen die natürlich von hinten alle und rammen mich weg. Das war so klar, aber ey, guck mal, da rettet sich HSPLP mit den Röhren, das ist doch aber so lame, Und wieder in der Aufnahme, habe ich es nicht geahnt, wieder in der Aufnahme wird das so schlecht. Oder was heißt so schlecht, jetzt werde ich auch noch von dem hinten gerammt, jawohl, das hast du davon. Aber die Strecke ist ja 13,72 Kilometer lang und es ist ja nicht mit der schnellste Wagen, wenn es nicht mit der schnellste Wagen wäre. Und das holen wir wahrscheinlich noch auf, irgendwie. Der ist also richtig schnell, also der kann schon mit einem X80 oder mit einem... Centorn oder mit einem T20 locker mithalten. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen scheiße, so wie die anderen auch. So, komm Junge, gib mir Windschatten. So, und durch meine gute Traktion habe ich also kein Problem damit. Ich muss nicht bremsen. Ich fahre hier einfach durch. Zack, ich nehme den Windschatten von dem anderen mit, wenn er mich jetzt nicht rammen tut. Nein, hier muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen bremsen, weil die Kurve ist einfach zu stark. Ja, aber durch meine gute Beschleunigung hole ich den auch gleich wieder ein, hoffentlich. Oh, wo ist denn der andere? Ach, guck mal, da hinten kommt er. Er könnte es machen und er wird mir jetzt hinterherfahren. Egal wo ich lang war, er wird mir auch hinterherfahren, um den Dings zu behalten. Ja, er fährt auch nach rechts. Ah, scheiße, warum habe ich das geahnt, ey? Aber komm, oh, jetzt mal eine sehr lange Gerade. Oh, komm, vielleicht holen wir den da vorne sogar noch ein. Dann werden wir, nein, dann werden wir nicht drunter, dann werden wir, das ist doch so ein Arsch. Das ist so ein Arsch, ey. Deswegen hasse ich Rennen in GTA mittlerweile. Das ist so lächerlich. Na, wartet ab. Die Zeit wird noch kommen, dann werde ich euch mal alle wegrecken. Und dann werdet ihr blöd gucken. Oh, nee, jetzt... Kommt der Typ da hinten in Pink und er hat natürlich mehr Geschwindigkeit drauf als ich. Weißt du, aber das ist so unlogisch. Er rammt mich, aber er bleibt trotzdem auf der Strecke. Was ist das? Das ist GTA, ey. Ja, komm, dann beenden wir das halt jetzt als Siebter. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Das gibt Revanche. Das gibt auf jeden Fall Revanche. Und zwar jetzt. So, nächste Map ist ein kein Kontakt drin. Und zwar Stunt Chiliad. Ich konnte ja leider nicht meinen Supersportwagen auswählen. Aber jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's richtig... Kasala von HSPLP. Gut, es ist gut, dass es vielleicht kein Kontakt drin ist. Es ist zwar, ja, auf der einen Seite blöd, aber auf der anderen Seite, da muss man sich halt jetzt auf seine fahrerischen Skills konzentrieren und du hast niemanden, der dir irgendwie reinfährt und so weiter und so fort. Also es gibt hier keine Beschwerden von wegen, oh, der hat mich gerammt. Sind wir eigentlich ganz gut dabei? Also wenn wir so weiterfahren, werden wir auf jeden Fall Zweiter. Windschatten gibt es leider nicht. Schade. Ich könnte ja jetzt hier gegenfahren und dadurch die anderen dann behindern, aber das mache ich nicht. Ich könnte es machen, wenn wir mit Kontakt spielen würden, aber so ein, ja, kein Kontakt drin ist auch mal gut. So, was der X80 auch hat, hier braucht man auch wenig Bremsen, man kann einfach voll durchziehen. Ja, er ist nicht so nah, aber auch nicht so fern. So, und jetzt hoffe ich, dass ich, wie gesagt, eine flüssige Landung hinkriege, sodass wir weiterfahren können und er nicht stoppt und wir dann wieder neue Geschwindigkeit aufnehmen müssen. Komm, dann haben wir das Rennen gewonnen, bitte.
Nicht bremsen. Ja, gewonnen. Hey. Das gibt doch gleich mal... ich lasse es lieber. Ihr habt es am Anfang gesehen, ich habe es einmal geschafft. Jetzt würde ich es nicht mehr schaffen, nach 50-maligem Versuch. Also, wir haben gewonnen. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir Zeit haben für ein zweites Rennen. Ansonsten fahren wir einfach nochmal ein bisschen in der City rum. Aber vielleicht reicht es ja noch für ein Rennen. Ich werde jetzt mal wieder die YouTube-Partnerkräfte verwenden und dann mal gucken, wo wir landen. So, das letzte Rennen für heute. Motorbowling. Leider nicht mit meinem Supersportwagen, aber trotzdem mit einem getunten LG R78 oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie der heißt. Auf jeden Fall eine LG in Chrom, hör mal. Das ganze Geld muss ich auch irgendwo hin investieren. Wieder den Super Mario Kart Start geschafft. Und jetzt gucken wir mal, was hier so für Wichser dabei sind. Die rammen sich auf jeden Fall da vorne schon. Jawohl, jetzt kommen sie wieder alle von hinten. Das ist doch so lächerlich. Vielleicht drehe ich mich so gut in der Luft. Alter, das war ein geiler Move. Alter Falter, da muss ich mich ja mal selber loben, ey. Ich lobe mich ja nicht sehr oft selber, aber da muss ich mich mal selber loben. Das habe ich gut hingekriegt. Das heißt noch gar nichts hier in GTA, ey. Guck mal, jetzt kommen ja noch die interessanten Stellen hier. Oh nein, 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 bitte nicht gegenfliegen. Ach, Mann, ey. Ich fliege da nie gegen, weißt du? Ich fliege nie. Nie fahre ich oder fliege ich dagegen. Immer nur in den Aufnahmen. Was ist das denn heute, ey? Jetzt kommt, ja, jetzt, natürlich, jetzt kommt er mit seiner... Mit seiner ne Kuruma da, ja genau, gepanzert oder nicht. So, wieder gedreht in der Luft, zack. Wie der Skill am Anfang, ey. Hier wird ja nur geskillt, die Skillerrunde hier oder was. So, wie viele Sekunden habe ich denn? Nein, nicht runterfallen, Alter, das wäre jetzt der Super-GAU. Wie viele Sekunden habe ich denn so Vorsprung, Rückstand, kann man mal gucken. Oh, jetzt wollte ich gucken und jetzt falle ich wieder runter, ey, das gibt's doch gar nicht. So eine Scheiße. So, jetzt habe ich 10 Sekunden Vorsprung gehabt und 8 Sekunden Rückstand. Das wird sich aber jeweils vergrößern und verkleinern, weil der Typ ist schon hinter mir. Das ist echt scheiße gewesen. Also, okay, was willst du machen? Aber egal, wir haben mal ein Rennen gewonnen. Das ist gut. Das war gut. Habe ich mich gefreut. Und dann würde ich sagen, fahren wir ins Ziel. So, 6. Platz, zack. Hätte besser sein können. Schade. Oder 770. Schade. So, wir haben zwar leider nicht so geglänzt, wie ich wollte. Ich habe gedacht, wir können mal ein paar mehr Rennen mit diesem Kollegen hier fahren. Weil der ist wirklich geil. Also, so wie er jetzt ist... Habe ich ihn natürlich nicht gekauft. Also, ich habe ein bisschen getuned, hinten Spoiler rangemacht, bisschen gefärbt und ein bisschen draufgelegt bei Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir überfallen jetzt nochmal einen Laden. Da habe ich gerade nochmal Bock drauf. So, als Rache, weißt du? Ah, nee, warte, wir müssen auf die andere Seite. Ach, das ist ja gar kein Laden, warte. Der Laden ist ja auf der anderen Seite. So, da fahren wir jetzt nochmal kurz hin. Und was ist das mit dieser Warnung? Hohe CPU-Auslastung, was soll der Scheiß? So, wir überfallen jetzt nochmal den Laden hier, wo ich das... schon mal gemacht habe, aber wir machen das trotzdem nochmal. Hier, guck mal, die Pump-Action, so, wir gehen einfach so rein, hallo, Supermarkt. So, was sind das denn hier für Preise? Das gibt's doch gar nicht. Preis, Lieferung, so, du gehst jetzt ganz schnell mal weg hier. So. Verpiss dich, geh raus. Was? Der schießt auf mich? Du schießt auf mich? Das gibt's doch gar nicht so. Sie hatten jetzt erstmal die Schnauze. Hä, wo ist der hin? Hä, wo ist der hin? Ist der geflohen? Na los, schnell. Schnell, machen Sie. Machen Sie hin, dann gib mir die Kohle. Gib mir das Geld. Gib mir das Geld oder ich zwinge dich dazu, Videos zu gucken von Bibis Beauty Palace. Schneller, schneller, schneller. Oh, die Bullen sind gleich da. 2 Sterne. Schneller. Schneller, Junge. Los. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Komm, gib mir das Geld. Was? Verpiss dich, komm. Ich töte den, weil sonst erwäge ich Aufmerksamkeit. Was? Die Sterne sind weg? Eiskalt. Eiskalt. Ich habe einen Laden überfallen und Sterne sind weg. Jo. Ja. Auch nicht schlecht. Also, ihr müsst nur sehen, wie man das macht. Ihr müsst halt einfach nur mit einem Passanten ein bisschen ärgern. Ihr müsst den Typen hier dazu zwingen, Geld rauszugeben. Und dann kommt die Polizei einfach nicht. Und ihn natürlich töten. Das ist ja ein Fail. Weil normalerweise hätte ich jetzt 2, 3 Sterne. Mindestens. Mindestens 2, 3 Sterne. Gut, aber ich würde sagen, bei diesem schönen Sonnenuntergang, ich steige jetzt hier auf meinen Wagen drauf. Und ich mache noch ein Selfie. Komm, das ist gerade so schön hier. Ich mache noch ein Selfie. Selfie, Selfie, Selfie. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. So, ich gucke erstmal hier hin. Und jetzt muss ich eigentlich ein Selfie machen können. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Raster möchte ich gerne wegmachen. Und so weiter und so fort. Wir machen noch ein Foto. Komm, das sieht geil aus. Oh ja, mega. So, in der Galerie speichern. Und dann, ja, kommen wir runter. Und guckt mal hier. Wir sind jetzt wieder in der Endcard. Links könnt ihr aufs Logo klicken und meinen Kanal abonnieren. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, seid aktiv mit dabei. Damit würdet ihr mich unterstützen. Das würde mich freuen. Rechts geht zu den letzten beiden Videos. Schaut die an, bewertet die und dann seid nächstes Mal wieder dabei bei GTA Online. Also bis dann, ciao!